großes Jubiläum, nämlich 60 Jahre Wasserverband Mariapfarr St. André Zinsbrücke, wurde am vergangenen Sonntag in Mariapfarr unter Obmann Leopold Müller mit Freude und Stolz gefeiert. Ich finde das wunderbar vom Wasserverband, vom Leopold Müller, dass er einfach diese Dinge auch feiert, was da passiert ist. Es gehört einfach klar gemacht, wie viele Menschen, wie viele Gedanken eigentlich in der Wasserversorgung drinnen stecken. Und wenn ich das nicht in die Öffentlichkeit bringe, dann weiß es niemand. Und darum finde ich das sensationell, eine Wasserwallfahrt zum 60-jährigen Jubiläum. Nur mit Zusammenhalt konnten die Hochbehälter errichtet werden. Und man merkt einfach wie immer wieder, was eine Gemeinschaft zusammenbringt. Wie er gesagt hat, in welcher kurzen Zeit das auch finanziert ist, dieses gewaltige Projekt, und für die nächsten Jahrzehnte einfach die Wasserversorgung für diese Region absichert. Das macht es ja auch aus, dass so Wasserversorger nicht ein Jahr für ihre Dingen, nicht zwei Jahre für ihre Dingen, sondern 10, 20, 30 Jahre für ihre Dingen, und das einfach schon in diese Bauten auch berücksichtigen. Der Wasserverband versorgt insgesamt 6 Wassergenossenschaften mit frischem Trinkwasser. Irgendwann kommt ja für jeden der Moment, wo er muss den Hof übergeben. Ich muss auch diesen Hof irgendwann übergeben. Ich habe diesen Hof übernommen. Damals waren ja 4 Hochbehälter neu gebaut. Und die 4 Hochbehälter sind zwar gebaut, gehen aber nicht bezahlt. Also das heißt, ich habe eine Budgetkonsolidierung müssen machen, wie ich das übernommen habe. Für diese 5 Millionen Schilling damals haben wir mir 4,7 in der Zeit, wo ich jetzt oben bin, zurückgezahlt. Und zugleich, alles in allem, wenn ich jetzt das hochrechne, sind wir ungefähr auf 2 Millionen Euro, was wir verbaut haben. Und wenn ich jetzt in 3 Jahren hätte ich die Chance, wenn ich zurücktritt, dass alles bezahlt ist. Unser gutes Wasser verdient aber sicher mehr Bewusstsein. Wir brauchen nicht Wasser sparen. Ich bin kein Fan davon, dass man Grauwassernutzung macht. Das heißt, 2 Installationsleitungen im Haus verlegt und das Duschwasser noch einmal zum Klospülen nutzt. Das ist in wasserärmeren Gegenden vielleicht sinnvoll, in Salzburg nicht. Aber ich bin ein Freund von der Gartenbewässerung durch Regen. Das sind Themen, wie man bewusst mit Wasser umgeht und eben im kleinen täglichen Gebrauch. Obmann Leopold Müller bringt es auf den Punkt. Wir werden den Wert von Wasser erst verstehen, wenn der Brunnen leer ist. Ne? Seit 2016 gibt es in Mariapfarr diese neue Wasserversorgungsanlage. Und diese ist am neuesten Stand der Technik.